Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Wir sind bei unserem Kooperationspartner Sternauto in Potsdam dieses Mal und haben ein ganz neues Derivat zur Verfügung gestellt bekommen, den BYD Build Your Dreams Tang. Und da sprechen wir über ein richtig gestandenes SUV, was einen Megapreis-Leistungsverhältnis hat. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und wo wir mit euch drei Videos vorhaben. Heute hier die Review inklusive dem Fahrbericht. Dann in einem zweiten Video eine Verbrauchsfahrt auf der Autobahn inklusive dem Ladecheck von 10% auf 80%. Und in einem dritten Video werden wir ihn dann nochmal in einem sehr, sehr unfairen, ungleichen Vergleich mit dem Mercedes EQS SUV vergleichen. Weil ich glaube, wir haben hier ein Premium-Elektro-SUV, was auf jeden Fall da mal zum Teil mithalten kann. Ich würde sagen, bevor wir losstarten, schaut ihr bitte mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach-Elektrisch-Community seid. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abonnement unterstützt. Und dann bekommt ihr auch immer die Benachrichtigung, wenn das neue Video online ist. Jetzt lasst uns losstarten mit dem BYD Tang. Und wie immer starten wir von außen, starten von vorne, schauen auf die Frontpartie des BYD Tang und schauen hier mal sehr, sehr schön auch in die LED-Scheinwerfer der Frontlichter. Schönes Tagfahrlicht, schöne neutrale Optik, muss ich sagen. Sieht europäisch aus, sieht modern aus und macht doch einen sehr, sehr attraktiven Eindruck erstmal für ein Elektro-SUV. Jetzt hört genau zu, was ab 71.400 Euro oder 60.000 Euro netto beginnt, wo noch der Herstelleranteil aktuell im März 2023 abgezogen werden kann mit 1.500 Euro netto und wo ihr dann sogar von der BAFA noch bis zu 3.000 Euro zurückerstattet bekommen könnt. Also wir reden hier über ein volle Hütte Premium Elektro-SUV ab gut 67.000 Euro. Und da muss ich euch sagen, da seid gespannt auf die Details. Wir haben ihn hier auf Winterrädern und zwar auf dicken, fetten 265/40 R22. Schön mit schwarz glänzenden BYD Doppelspeiche, 5-Stern-Optik. Und schaut mal bitte dahinter eine Brembo-Bremsanlage, die dieses über 2-Tonnen-SUV von 100 auf 0 in 36 Metern wieder abbremsen kann, idealerweise. Da muss ich euch sagen, das ist natürlich auch mega, mega genial. Und lasst uns gleich den Blick so auf die Seite werfen. Wir sprechen hier über eine Länge von 4,87 Meter und das ist ja eigentlich so des Deutschen liebstes SUV-Maß. Es ist unter 5 Meter, aber es bietet Platz für bis zu 7 Personen. Auch dazu später mehr. BYD Build Your Dreams ist ja sozusagen einer der größten, wenn nicht sogar der größte Akkuhersteller der Welt, der jetzt mit BYD Automotive auch Fuß fassen will und Autos in Serie, in Mengen produzieren möchte. Unser Vertriebspartner, Kooperationspartner Sternauto mit seinen 23 Standorten hier im Nordosten der Republik hat gesagt, das ist genau das, was uns im Portfolio fehlt. Und einer von zunächst 4 Fahrzeugen ist der BYD Tang, den BYD Atto 3 haben wir euch vorgestellt. Es folgt noch der Hahn in ein paar Wochen, den zeigen wir euch auch. Und dann Richtung Sommer auch der BYD Seal, der mega, mega spannend wird. Akkutechnikhersteller heißt natürlich auch, dass wir hier ein absolutes Premium-Akkusystem haben. Ein Lithium-Eisen-Phosphat-System, wo keine seltenen Erden wohl drin verbaut sind und wo wir über eine Kapazität von 86,4 Kilowattstunden sprechen können. Das Fahrzeug wird angetrieben über 2 Elektromotoren, einen auf der Vorderachse, einen auf der Hinterachse, zusammen maximal 380 kW Peakleistung, 517 PS und ich habe das, glaube ich, richtig gelesen, Steffen, 680 Newtonmeter Drehmoment oder habe ich da eine falsche Zahl im Kopf? Nee, das ist schon richtig. Also jede Menge Power. Leider soll er wohl bei 180 km/h abgeregelt sein. Das werden wir dann bei der Verbrauchsfahrt testen. Aber hat auch einen schönen ordentlichen Vorschub dann in der Beschleunigung. Das lieben wir ja, diese Performance in Elektromobilität, Allradantrieb. Was will man mehr? Was man mehr haben möchte, ist Ladepower.
Da ist er sehr zurückhaltend durch seinen LFP-Akku. 120 kW Peak soll er maximal nur laden können. Und an AC hat er leider hier für Europa momentan keinen dreiphasigen 11 kW Lader an Bord. Das ist ja so unser Standard, wo wir ihn dann in 7-8 Stunden auch hätten vollladen können. Sondern er kann wohl nur einphasig laden mit bis zu 7,4 kW, was natürlich dann die Ladezeit extrem hinauszögert. Aber vielleicht ist das ein Kompromiss, den man auch gerne eingeht, weil wir ja hier über einen Startpreis von gut 71.000 Euro reden. Also wir müssen ja bekanntlich auch die Kirche so ein bisschen im Dorfe lassen. Irgendwo muss er ja vielleicht ein kleines Pferdefüßchen haben. Einen habe ich euch jetzt schon mal gezeigt und das verstehe ich auch nicht, diese Gepröppel. Ne? Da mag ich es ja lieber, Steffen, wenn er einfach so eine Klappe ist, die man zuklappt und eine Doppelklappe, dass man es verschlossen hat. Du siehst so klein aus neben dem Auto. Steffen, der ist 1,72,5 Meter hoch. Ich muss sagen, das ist so ein richtig gestandenes SUV, 4,87 Meter lang, 1,95 Meter breit plus Außenspiegel analog, reden wir über 2,18 Meter, da wird die linke Spur an der Baustelle ja schon teilweise vielleicht zum Hindernis. Analoge Türgriffe haben wir hier, will ich mal gar nicht bewerten, ob die jetzt versenkt sind, rausfahren, reinfahren, analog sind, das ist euer Gusto, so euer Geschmack. Wir haben eine schöne Dachlinie, die relativ gerade nach hinten bleibt. Warum? Weil wir ja die 7 Sitze haben, aber hier in der Kennzeichnungslinie so ein bisschen abfallend ist, was uns so von der Seite andeuten würde, als wenn wir hier ein Coupé hätten. Was wir haben, ist natürlich eine dicke, fette Haifischflosse, wie könnte es auch anders sein? Herrgott Sacramento, das hätte man ja vielleicht auch in die Karosserie, die Außenspiegel und die Scheiben integrieren können. Und wir haben einen schönen Heckkantenspoiler, das mag ich ja. Guck mal, Steffen, schön den Wischer hier im Heckspoiler integriert. Das mag ich ja noch mehr, so bleibt die Silhouette frei. Und hier haben wir hier, hier fehlt so eine kleine Abrisskante für eine schöne Pommes-Theke. Aber auch das muss ich sagen, das sieht mega, mega gut aus. Schick gemacht, toll gezeichnet, gutes Design. Lasst uns einen Blick auf die Heckpartie werfen. Oder wie sagst du, Steffen, immer so liebevoll? Den Arsch. Ja, eine wunderschöne Heckpartie mit so einer doppelt gezeichneten Leuchtbandsilhouette in LED-Technologie. Modern, insane. Und ich muss euch sagen, das ist halt so ein Allerweltshintern, der, glaube ich, vielen von euch gefallen könnte und den vielleicht auch viele von euch gerne sein eigen nennen möchten. Ja, was es natürlich auch hier in der Heckpartie zu sehen gibt, ist ein Kofferraum. Wir gucken mal, ob wir hier so eine Funktion haben. Hat er. Natürlich geht sie elektrisch auf mit einer Sensorsteuerung und ihr seht auch, mein linker Fuß ist gut geschult. Bis zu 690 Liter Kofferraumvolumen, eine verstellbare Rückbank, wo wir nicht nur die Rücksitzbank selber verschieben können, sondern auch die Lehne steiler und flacher stellen können. Ihr seht das hier. Plus dann noch die Möglichkeit, hier ein kleines Staufach zu haben, zumindest mal für ein Typ 2 Ladekabel. Das ist doch äußerst schick. Und was wir auch an Bord haben, ist dann hier mit dem Hebel zum Wegziehen die Rücksitzlehne der dritten Sitzbank. Stellen, wenn du von der anderen Seite mal so guckst, dann sieht man das ganz schön. Ich lasse die linke mal unten, sodass wir hier eigentlich dann mit der verschiebbaren Rückbank auch ordentliche Platzverhältnisse haben. Auch noch eine relativ ordentliche Kopffreiheit, Sicherheitsgurte, eine Armlehne, einen Becherhalter. Also auch hier spart der BYD an nichts. Wem das nicht reicht, 690 Liter, Freunde, der kann natürlich auch noch 60:40, wie wir es gewohnt sind, die Rücklehne umklappen. Das ist die 40% Seite. Und an der 60% Seite, da fehlt mir so die Durchreiche. Entweder die Mittelarmlehne mit einer Durchführung für Skier oder einen langen Gegenstand. Oder das, was halt 40-20-40 umklappen könnt. Hier können wir nur 60% komplett klappen. Aber dann haben wir über 1600 Liter Stauvolumen. Das heißt, hier passt nicht nur die Mutti rein, sondern wahrscheinlich auch der Kühlschrank der Mutti. Steffen, was elektrisch aufgeht, geht elektrisch zu. Sensationell, BYD. Ich muss sagen, modernste Technik hier auch an der Heckklappe. Und optional bekommen wir eine Anhängerkupplung. Ungebremst 750 Kilogramm mit 80 Kilo Stützlast oder gebremst sogar bis 1,5 Tonnen. Da ist er jetzt nicht der Zug Weltmeister. Da kennen wir andere Fahrzeuge, die können sogar noch mehr. Aber ich glaube, für viele sind 1,5 Tonnen dann vielleicht sogar ausreichend. Und wer Freund des schönen, gepflegten, aerodynamischen Dachgepäckträgers ist oder Dachbox, der kann auch noch 75 Kilogramm aufs Dach packen. Also ihr seht, ihr seid hier mega, mega variabel. Wo wir leider nicht so variabel sind, ist hier vorne unter der Haube. Daher würde ich mir ja so einen zumindest mal wenigstens kleinen Frunk wünschen, wo wir hier die Möglichkeit hätten. Hier haben wir nämlich nichts außer so eine Abdeckung und da sehen wir auch nichts, was da drunter ist.
leider, wo wir dann so ein paar Ladekabel, Ladeequipment hätten reinpacken können, weil gerade so im winterlichen Wetter, wenn es regnet und das Kladder nass ist, wir es durch den Matsch ziehen, dann wollen wir es ja nicht immer mit dem Gepäck vermischen oder hinten in die schöne gepolsterte Ablagefläche packen, sondern vielleicht lieber in so einen Frunk. Das ist zumindest meine Meinung. Wir haben Haubenlüfter, wir haben hier eine vernünftige Dämmung und wir haben China-Stahl. Steffen, oder ist das Alu? Das ist Stahl. Ah. 3, 2, 1. Satt. Wir sind Markenbotschafter bei Geld für E-Auto. Und da könnt ihr für euer rein batterieelektrisches Fahrzeug oder eure rein batterieelektrischen Fahrzeuge, wenn noch nicht geschehen, die THG-Quote beantragen. Und das ist total einfach, indem ihr einfach nur unten in der Videobeschreibung mal nachschaut. Da habe ich euch ein paar Informationen zusammengetragen und den Link zu Geld für E-Auto. Das geht sowohl als Privatperson als auch als Unternehmer. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, euch entsprechend zu registrieren von eurem batterieelektrischen Fahrzeug oder euren batterieelektrischen Fahrzeugen, die entsprechenden Kfz-Scheine mit der Vorder- und Rückseite hochzuladen. In der Regel dauert das keine 5 Minuten. Und dann übernimmt Geld für E-Auto alle weiteren Prozesse von der entsprechenden Beantragung über der entsprechenden Vermarktung und zahlt euch dann nach Erfolg die entsprechenden Prämie oder Prämien auf euer Konto aus. Wenn euch das gefällt, schaut da bitte mal in der Videobeschreibung nach, geht da gerne auf unseren Link und wenn ihr unseren Link nutzt, dann unterstützt ihr natürlich auch diesen Kanal und dafür sage ich herzlichen Dank. Steffen, ich glaube, außen haben wir genug gezeigt. Lasst uns mal den Innenraum anschauen. Und bevor wir das tun, gleich mal die Probe hier. Schau mal, Doppelverglasung, das heißt zwei Scheiben mit einer Folie verbunden. Das ist gut. Das werden wir gleich im Fahrbericht mal bei den Innengeräuschen überprüfen, wie toll das ist. Und wir haben eine Türverkleidung, Steffen, die mich positivst überrascht. Nicht nur Ambientebeleuchtung, hier so ein Kunststoff, eine Chromlinie, ein ordentlicher Griff, Memory-Funktion, hier alles so ein bisschen weich und das schäumt wie so ein Kunstleder, Kunststoff mit einer doppelten Naht. Dann hier das Alcantara, das wunderschöne Mikrofaser, Dynamica, wie wir bei Mercedes sagen würden. Dann nochmal mit einer zweifarbigen Naht, einmal so ein bisschen Kupferfarben, passt super zum Tabakko. Hier, ihr seht das, schön mit Leder bezogen, Verstellung der Scheiben. Aber hier unten leider billigstes Hartplastik, wenigstens mit einer Gummimatte ausgelegt, wo halt auch eine schöne Flasche reinpasst. Also von daher müssen wir hier ein bisschen Kompromiss eingehen, aber es gibt ja kaum noch Hersteller. Steffen, wir müssen endlich mal wieder Maserati und Ferrari, Lamborghini filmen, die das schön beledern, schön edel machen, schön schick. Es ist doch alles so kunststoffmäßig. Herzlich willkommen hier im Innenraum des BYD Build Your Dream Tang. Und ich muss sagen, das sieht schön gefällig aus, schön bullig, schön kräftig, aber halt auch schön vom Materialmix. Schaut euch nur mal dieses Multifunktionslenkrad an, schön in diesem Bicolor, schwarz-grau, tabakofarben, haptische Tasten, unten so ein bisschen abgeflacht, all das, was wir heutzutage mögen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein Head-Up-Display. Ich weiß nicht, ob das später nochmal optional erfolgt. In jedem Fall haben wir ein schönes, großes Fahrerdisplay mit den wesentlichen Informationen. Wir haben ganz normal einen Blinkerhebel, einen Wischerhebel, so wie wir es aus einem Premium-SUV auch gewohnt sind und haben dann 12 Zoll Infotainment-Display. Da hätte ich mir ja gewünscht, aus der Designlinie des BYD Atto 3, den haben wir euch ja auch auf dem Kanal hier schon gezeigt, das große 15 Zoll Display zu übernehmen. Aber manchmal ist ja weniger mehr. Und mehr ist auch, dass ihr sowohl am Lenkrad als auch hier auf dem Display es von horizontal in vertikal stellen könnt oder natürlich auch wieder von vertikal in horizontal. Welch Überraschung. Und so könnt ihr es nach eurem Gusto und Belieben benutzen. Hier habt ihr 3 Widgets, die ihr euch auswählen könnt in der Schnellauswahl. Wir haben schön wie bei einem Tablet oder Smartphone dann eine App-Steuerung, wo wir zum Beispiel halt auch in die Navigation dann übergehen können. Hier ist auch ein schöner, schneller Prozessor hinter. Guckt mal, wie schnell und flüssig das geht. Das kennt man ja fast nur aus dem Hause Tesla oder aus anderen Premium-Fahrzeugen. Leider ist es hier auf dem dunklen Hintergrund eingestellt, dass man das nicht so sieht. Aber ihr seht, ich kann hier hin und her wischen. Und das Ding, das wischt hin und her, das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn für ein Prozessor? Schaut euch das bitte mal an. Also wer da Wert drauf legt. Das ist einfach mega, mega High-End und das in einem BYD. Deutsche Hersteller, schaut euch bitte an.
Schaut euch bitte mal diesen Bicolor-Sitz an. Er erinnert mich an die S-Line-Sitze von Audi, aber wie ich finde, sogar noch ein bisschen weicher aufgepolstert. Wir haben eine schöne Längsverstellung hier, dass wir auch sämtliche Beinauflagen verlängern können. Wir haben ordentlichen Seitenhalt, wir haben schönen Seitenhalt hier auch im Lendenbereich, schöne Schulterstützen, hier auch ein schönes Rautenmuster, so ein bisschen RS-like Audi, Steffen, oder? Ja. Und dann guck mal bitte Tabakofarben hier mit dem Keder, dann wieder in diesem Gelb-Kupferfarben mit der abgesetzten Naht. Also ich muss sagen, da geht BYD schon mega, mega ins Premium-Segment und auch hier wieder am Armaturenbrett. Schönes Alcantara, die zweifarbige Naht, hier so ein Kunststoff, was gar nicht billig aussieht. Eine Chromleiste, schön ambiente Beleuchtung hier überall integriert und hier oben so ein Kunstmaterial, was aber gut wirkt. Mit der doppelten Naht sieht es fast aus wie ein Kunstleder, ist es aber nicht. Muss ich euch sagen, mega, mega schick. Das Einzige, was mir ein bisschen zu breit, zu wulstig, zu amerikanisch wirkt, ist diese Mittelarmlehne. Mir fehlt hier auch unten irgendwie so ein Staufach noch. Wir haben hier ein Fach, was wir öffnen können mit zwei Becherhaltern. Wir wollen ja später noch die Innengeräusche für euch messen. Wir haben hier den Fahrstufenregler, Start, Stopp, wer auch immer das braucht. So ein bisschen Assistenzsystemsteuerung, Rekuperation und dann natürlich auch Klimaanlage und den Drive-Mode. Da gibt es aber Eco und Sport. Wir haben hier nochmal ein Fach, was man nach zwei Seiten aufklappen kann. Dann auch nochmal schön mit einer induktiven Ladefläche, zwei USB-A-Anschlüsse. Und eine 12-Volt-Steckdose, es geht auch schön tief runter. Und der Vorteil ist, wenn man fährt, kann man es halt durch die zwei Klappen auch von der Beifahrerseite öffnen. Muss ich sagen, gefällt mir mega, mega gut. Wenn du denkst, du bist am Ende, bist du lange nicht. Warum bist du lange nicht am Ende? Weil du hier sogar noch ein Panorama-Glasschiebedach hast. Zum Öffnen auch mega riesig, mega groß, mega geil. Weil jetzt kommt ja der Frühling, wir sind hier Mitte März. Und da wollen wir auch die frische Luft genießen. Und gerade mit dem Elektroauto, wo wir keine Emissionen groß absondern, macht das ja auch richtig Freude. Ihr habt alle gesagt, Mensch, wie sieht eigentlich der Steffen aus? Wir sehen ihn immer nur irgendwo gespiegelt. Und auch darauf hat BYD Tang eine Lösung. Und zwar hier oben am Innenspiegel. Steffen, schau mal, da ist eine Kamera, die kann man natürlich auch verschließen, wenn man jetzt hier Privatsphäre möchte. Und man kann hier auf dem Display, guck mal, Steffen, auch schön uns dann sehen, wie wir hier so das Auto filmen. Können wir ein schönes Selfie machen, damit auch Nachfolgende noch Freude an uns haben. Und da muss ich sagen, das ist eine geile Idee. Ihr habt halt auch so einen Dashboard-Modus, wo ihr auch mal unterwegs seid. Foto machen könnt, wenn ihr zum Beispiel hinter meinem schicken EQS hinterherfahrt und das mal festhalten wollt. Also ihr seht, BYD hat auch hier so ein bisschen Shishi und Shasha, wo man halt so ein bisschen glücklich wird und Freude hat, und das sind doch einfach mal Tools, wo man auch Freude mit haben kann. Ihr seid ja alle so Steffen-Fans, der liebe Steffen, der liebe Steffen, und der Steffen ist ja auch lieb, aber wo er total gemein ist, sagt er, ja Olli, dann zeig doch mal, wie man auf die dritte Sitzbank kommt. Badge. Natürlich zeige ich, wie man auf die dritte Sitzbank kommt. Die Challenge nehme ich an. Und wir wollen mal schauen, nämlich nicht wie sonst, wie man auf der zweiten Sitzreihe Platz findet, weil der BYD ja noch zwei Notsitze hat. In der dritten Sitzreihe, Steffen, schau doch bitte mal. Das heißt, da sollen natürlich hauptsächlich wahrscheinlich zwei Kinder Platz finden. Aber wir wollen natürlich mal schauen, ob der Olli mit seinen gazellenartigen 99,8 Kilogramm da vielleicht hineinkommt. Und ich komme ja schon so ein bisschen vor wie so eine Presswurst, aber ich muss sagen, wenn er erstmal sitzt, dann sitzt da Steffen. Aber das ist auch total unfair, weil hier die andere Rückbank nicht vorgeschoben ist. Aber ihr seht, ich kann hier eigentlich so ganz gut sitzen. Ich meine, hier hat zwar keiner mehr Platz, aber auch von der Kopffreiheit. Also ich muss sagen, also ja, Steffen, ne? Challenge wohl angenommen, akzeptiert und gewonnen. Boah, ey, das war jetzt gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Aber ihr seht, auch ich mit meiner Statur passe auf die dritte Sitzreihe. Und wir natürlich mal schauen wollen, wie es auf der zweiten Sitzreihe ist. Schaut mal, das sieht schon mega, mega schick aus. Und ich glaube, hier kann ich ganz komfortabel und elegant dann auch einsteigen. Also ich muss sagen, das funktioniert prächtig. Und man hat hier hinten, finde ich, mächtig Platz, ordentliche Kopffreiheit, trotz Panorama-Glasschiebedach, eine schöne Mittelarmlehne, hier nochmal mit einem Klappfach.
Ihr könnt einen Becherhalter zweifach ausklappen, aber sie ist mir zu kurz. Schaut mal, ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht noch ein Stückchen länger wäre. Das haben wir hier an dieser Stelle leider nicht. Was wir auf jeden Fall haben, ist Fahrerseits, Beifahrerseits, zwei Kinder Isofix. Befestigung, wir haben hier schön wieder das zweifarbige Leder, auch wieder schön mit der Keder und der farbigen Naht. Wir haben hier unten zwei USB-A-Anschlüsse, die wir aufklappen können. Wir haben zwei Lüftungsdüsen hier hinten. Hier hätte ich mir vielleicht auch optional dann noch mal eine Klimaautomatik mit 4 Zonen gewünscht, dass wirklich alle 4 Passagiere ihre Temperatur wählen können. Aber vielleicht braucht man das auch nicht wirklich. Und das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, schau mal, Steffen, ist hier diese Rückfahrkleidung. Das wirkt schon fast ein bisschen billig hier so mit dem harten Plastik und dem Fischernetz. Da hätte ich mir vielleicht so ein bisschen mehr Shishi und Shasha gewünscht, weil wir ansonsten überall eigentlich fast gute Materialien haben. So, können wir dann jetzt auch mal? Steffen, warst du pullern? Ja. Du, der hat hier so eine Dirac Soundsystem, aber das ist geil, ne? Schöner Bass. Klingt richtig, richtig gut. Na, wenn du fertig bist, dann können wir jetzt einen Fahrbericht machen, oder? Ich würde sagen, dann komme ich mal nach vorne. Dann gehen wir mal richtig Gas. Steffen, hörst du das, was ich höre? Ja, dieses Summen, Brummen, Jaulen, ich weiß nicht, was es ist. Ach, was habe ich dieses Fahrgeräusch vom BYD Atto 3 vermisst, oder? Ja. Ja, herzlich willkommen zum Fahrbericht hier nochmal im BYD Tang. Dieses Dirac Soundsystem. Steffen, kommt woher? Es ist ein skandinavischer Hersteller. Ah, ich dachte, das wäre von unseren türkischen Kollegen. Okay. Aber das hat schon einen fetten Sound, ne? Ja, das war gut. Merkst du die Power? Oh, das ist ein bisschen träge, ne? Du, der geht automatisch in Sportmodus und da treten wir... Ui. Wir wollen mit euch die Innengeräusche messen bei 50 km/h. 60, 61 Dezibel, das ist schön leise. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir fahren 70 km/h. Dezibel. Da muss ich sagen, auch das ist ein Top-Wert. Da haben wir beim ID3 um die 70 gehabt. Und er hat eine gute Verkehrszeichenerkennung, weil sich die Geschwindigkeit von 80 auf 60 reduziert hatte und hat das sofort hier auch per Sprachdialog angekündigt. Also ihr seht, auch das ist hier gut gemacht in diesem Fahrzeug. Wir wollen beschleunigen auf 100 km/h. 68, 70 Dezibel, da muss ich euch sagen, auch das ist für mich ein sehr, sehr guter Wert, den wir sonst auch weitaus höher kennen. Also ihr seht, der BYD Tang ist auch sehr, sehr gut gedämmt. Ich muss sagen, Steffen, ich sitze hier äußerst komfortabel und ich finde auch die Federung nicht zu hart und nicht zu weich. Wie empfindest du es? Also die Sitze sind extrem bequem. Also schön im Chefsessel sitzt jemand, hat einen guten Seitenhalt. Gefällt mir. Und der Fahrkomfort? Ja, also so, dass er jetzt groß aufschaukelt, haben wir eigentlich nicht. Also wir haben nicht so dieses typische, diese typische Wankbewegung eines SUVs. Das hat BYD hier sehr, sehr gut beim Tang von der Abstimmung hinbekommen. Wir wollen mit euch 0 auf 100 messen. Lasst euch an den 70 nicht stören. Das ist eine Fehlanzeige. Und machen Countdown, Steffen. 3, 2, 1, go! Er schiebt mit allem, was er hat. Und da muss ich euch sagen, das ist ja mal ein geiler Wert. 4,33 Sekunden, 0 auf 50, 1,5 Sekunden. Und ja, wir haben Gott sei Dank hier mal einen Weg gefunden, wo hier keine Tempobegrenzung ist, so wie eben bei der 100 km/h-Messung. Weil das ist ja gar nicht so einfach hier im Land Brandenburg. Aber 1,5 Sekunden von 0 auf 50 ist geil und 4,3 Sekunden mit so einem 2,5-Tonnen-SUV auf 100. Das ist halt einfach mal ein geiler Wert. Vielleicht am Anfang nicht ganz so brutal wie ein Tesla, aber die 517 PS, 380 kW Maximalpeak, die spürt man. Steffen, wir machen nochmal 0 auf 100. Machen Countdown. 3, 2, 1, go! Alter, der quietscht richtig, ne? Ah, guck mal, der bestätigt das 4,33 Sekunden. 0 auf 100, hier ist natürlich keine 70, hier war frei.
Und 0 auf 50, 1,5 Sekunden. Ey, das sind ja mal richtige sportliche Sportwagenwerte. Also ich muss sagen, BYD Tang, du bist ja der Wolfs, Schafspelz oder wie nennt man das? Das schwarze Wolfspelz ist Quatsch. Ja, stimmt. Steffen, das sind gute Werte. Wir haben Winterräder drauf, wir haben 7 Grad Außentemperatur, die Reifen haben gar keine Temperatur. Und dann einfach mal so zweimal aus dem Stand, 1,5 Sekunden auf 50, respektive 0,100, 4,33. Also da muss ich euch sagen, das ist ja wie ein Audi e-tron GT und das in so einem Power-SUV. Das heißt, ihr seht, für 71.400 Euro beginnt, bekommt ihr nicht nur ein großes Auto mit viel Platz, sondern eigentlich auch eine richtige High-Power-Maschine. Lasst uns über die Drive-Mode sprechen. Wir haben ja den Sport gesehen. Wir können hier unten dann halt auch auf Eco schalten. Und im Eco-Modus ist er natürlich nicht so spontan am Gas, alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen besänftigter, aber immer noch ausreichend Power. Was mir fehlt, ist so dieser Komfort-Normal-Modus dazwischen. Den hat er nicht, also ihr könnt entweder Eco fahren oder halt sportlich fahren. Und das hätte ich mir vielleicht dann noch gewünscht und ist vielleicht eine gute Empfehlung auch für BYD, mal über so einen normalen Modus nachzudenken. Wir wollen wie immer mit euch mal rückwärts einparken und mal schauen, wie auch die Kamerasysteme sind. Und da muss ich sagen, das ist ein schöner großer Monitor. Wir haben eine 360-Grad-Kamera hier an Bord. Wir haben Hilfslinien, um dann halt auch elegant rückwärts einzuparken. Und das muss ich sagen, das löst BYD in meinen Augen sehr, sehr gut. Übrigens, der P-Schalter ist hier oben auf dem Fahrstufenregler drauf. Und wir wollen generell mal hier in dem Kamerasystem bleiben, weil wir hier diverse Einstellmöglichkeiten haben. Das heißt auch später fürs Rausfahren, ihr könnt euch die Seiten anzeigen lassen. Ihr habt eine schöne 180-Grad-View. Das ist alles richtig, richtig klasse. Und ein Highlight ist für mich, das geht übrigens auch während der Fahrt, so eine 3D-Cam, wo ihr quasi so ums Auto swipen könnt und alles euch nochmal schön dann halt auch anzeigen lassen könnt. Also auch da muss ich sagen, hat BYD ein tolles System geschaffen. Ihr könnt natürlich auch vorne aufs Auto schauen. Leider seht ihr uns jetzt nicht, aber man kann ja auch nicht alles im Leben haben. Wendekreis beim BYD Tang sind übrigens 11,8 Meter. Ja, bei all den Vorzügen, die das Auto genießt, gibt es halt auch ein paar Nachteile. Momentan sind nur 2 Sprachen verfügbar. Das heißt, logischerweise Chinesisch, was wir, denke ich, wahrscheinlich nicht können. Steffen, oder? Kannst du Chinesisch? Nein. Und Englisch, das heißt für all die Freunde, die auf Deutsch stehen, müssen sie noch ein bisschen gedulden, weil natürlich BYD auch ein deutsches System hier für die Software gerade entwickelt. Und ich muss euch sagen, das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte hier auch mit der Navigation. Ihr könnt euch hier die Ladestation in der Nähe entsprechend anzeigen lassen. Auch das, finde ich, ist hier ganz gut gelöst. Ihr habt da halt auch diverse Filtermöglichkeiten, wie zum Beispiel halt auch die Ladegeschwindigkeit. Wenn ihr sagt, Mensch, wir wollen aber super fast haben, dann sind das halt Lader über 100, über 50 kW. Da würde ich mir natürlich auch nochmal eine Feinjustierung wünschen mit über 100 kW, weil das Auto ja 120 kW im Peak laden können soll. Das werden wir ja dann in der Verbrauchsfahrt mit dem Ladecheck auch nochmal herausfinden. Und er zeigt euch dann hier sehr, sehr schön die Ladesäulen an, inklusive der Verfügbarkeit. Auch das ist gut gemacht. Also ich muss sagen, BYD entwickelt sich Zug um Zug und ihr könnt mit BYD dann halt auch von der Software wachsen. Das haben wir ja auch schon mal mit Tesla gemacht, 2013, 2014. Und das, finde ich, muss man auch neuen Herstellern dann auch 2023 vielleicht zugestehen. Lasst uns zum Fazit des BYD Tang kommen. Und da muss ich euch sagen, ich bin positiv beeindruckt. Ihr bekommt ein Preis-Leistungs-Verhältnis, was meines Erachtens momentan fast seinesgleichen sucht, Steffen, oder? Wir bewegen uns ja hier so in der Rubrik Tesla Model Y Performance, VW ID 5 GTX dann volle Hütte oder auch ein Kia EV6, weitere Fahrzeuge. Da sind wir auch schnell bei Mitte, Ende 60.000 Euro. Aber ihr bekommt ja hier wesentlich mehr Auto und die anderen Modelle dann später mit dem EQE SUV oder auch dem Audi Q8 e-tron, die fangen ja erst da an, wo dieses Auto eigentlich schon voll ausgestattet aufhört. Also ist der BYD Tang eigentlich schon so ein kleiner Geheimtipp für preisbewusste Menschen, die halt eine gute Preis-Leistung dann auch für so ein großes Fahrzeug vielleicht suchen. Wir sind beeindruckt vom Fahrkomfort, von der Sitzqualität, hier auch von dem
in der Qualitätsanmutung hier im Innenraum. Das ist alles top verarbeitet, hier klappert nichts, hier zischt nichts. Er bietet ein super Bremsverhalten, die Brembo-Bremsen ziehen wie Teufel. Die Elektromotoren haben mit ihren 380 kW richtig Power, 0 auf 100, 4,33 Sekunden. Erinnere ich mich zum letzten Mal an meinen Audi e-tron GT, wo ich das gefahren bin. Also alles auch Fahrwerte, die einfach top sind. Klar, Höchstgeschwindigkeit 180 wären vielleicht 200 schön gewesen, aber wann fahren wir auch 200 mit einem Elektro-SUV? So ehrlich müssen wir auch zu uns selber sein. Aber so mal für den Moment fände ich es ganz gut. Klarer Mangel. Einphasiger Lader, 7,4 kW, da muss BYD für Europa, finde ich, nachbessern. Mindestens dreiphasig 11 kW, besser noch 22 kW. Und auch bei der Ladepeak dann 120 kW, 45 Minuten, 10 auf 80%. Das wollen wir ausprobieren, ob das auch wirklich stimmt im Ladecheck. Da wurden wir ja schon mal beim Atto 3 böse überrascht. Muss ich sagen, können andere halt in der Akkugröße auch wesentlich schneller. Und da würde ich mir schon wünschen, auch auf 30 Minuten zu kommen. Das heißt, man geht auch bei dieser Preis-Leistung vielleicht einen kleinen Kompromiss an. Ich kann euch nur empfehlen, geht zur Stern-Auto-Gruppe, zu den 23 Standorten, probiert den BYD Tang mal selber aus, lasst euch mal ein interessantes Preisangebot rechnen, um mal so ein Kopf-Bauch-Gefühl zu bekommen, was auch in der Elektromobilität bei BYD möglich ist. Und damit sind wir auch am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr gebt ihm einen Daumen hoch. In ein paar Tagen folgt dann die Verbrauchsfahrt mit dem Ladecheck, mit dem BYD-Tank. Das solltet ihr nicht verpassen. Und damit ihr es nicht verpasst, schaut bitte nochmal nach, ob ihr schon Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wir würden uns ja sehr freuen, wenn ihr uns mit einem Abo unterstützt und wir uns dann bei der Verbrauchsfahrt mit dem Ladecheck wiedersehen. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Olli.